Wir sind's wieder, die Filmfressen. Absolute Empfehlung. Der Peter. Und der Manu. Es gibt so viele unfassbar geile Filme. Es reißt einen wirklich mit. Holst du mal den? Moin, liebe Filmfressen, Familie. Wir sind's wieder. Prost, Peter. Prost, Manu. Und wir besprechen heute für euch die Leichenhalle. The Mortuary. Mit dem deutschen Zusatztitel. Jeder Tod hat seine Geschichte. Ja. Nicht falsch. Passt zum Film. Jo. Aber auch unnötig. Wie immer. Ja, klar. Aber im Original heißt er sogar The Mortuary Collection. Collection. So heißt er nämlich. Genau. Ja, ja, ja. Die Leichenhallensammlung. Es ist eine Anthologie. Ah, endlich mal wieder. Gibt's im Horrorbereich noch nicht so viele? Sehr selten. Ja. Aber direkt was Positives. Was denn? Die Rahmenhandlung finde ich klasse. Ich wusste das. Ja. Also ich wusste erstmal, als ich ihn gesehen habe, wir haben den unabhängig voneinander gesehen, dass es erstmal dir positiv auffallen wird, dass es eine Rahmenhandlung gibt. Ja, und die ist sehr sinnig. Ja, ja. Dass sie wirklich auch so abgeschlossen ist und eine eigene Geschichte erzählt, genau. Das ist cool. Weil die auch gleichzeitig eine eigene Geschichte noch hat. Und sozusagen die Segmente, die Kurzgeschichten, die hier erzählt werden, gut zusammenfügt. Auch noch damit verbindet. Genau. Ja, generell ist mit Horror-Anthologien ist ein bisschen schwierig. Schwierig. Warum? Weil es gibt viele nicht so gute? Sehr häufig eher schlechtere. Ja. Hast du auf Anhieb ein paar gute auf Lager? Grillen zirpen wie hören. In der Tat. Schwer. Necronomicon fällt mir ein. Ja, okay, gut. Ja. Dann, also so Creepshow. 1 und 2 sind eigentlich auch noch ganz cool. Klassiker, ja. Das sind wirklich so schon Klassiker in dem Bereich, obwohl es das natürlich schon vorher gab. Es gibt auf jeden Fall ganz viele Anthologien. Also, Traum ohne Ende. Zum Beispiel ist mir jetzt eine eingefallen. ABCs of Death gibt es ja auch noch und so. Ne? Und das sind ganz viele. Es gibt VHS, da gibt es auch mehrere Teile von. Ich zähle nur auf, welche es gibt. So, ja. Ohne die jetzt zu bewerten und einzuordnen. Was haben wir denn noch hier? Field Guide to Evil und, und so solche Geschichten. Ghost Stories to Tell in the Dark? Richtig. Ja. Not so scary stories to tell in the dark. Yep. Produziert von Guillermo del Toro. Dann natürlich noch den Ghost Stories, den britischen Film. Ja. Simon Pegg. Nein. Mit Martin Freeman. Stimmt. Der andere. Wieso habe ich jetzt verwechselt? Ja. Das würde ich auch gerne mal wissen. Aber gut, egal. Es gibt sehr viel Mittelmaß darin und sehr viel Schlechtes, weil, das ist meine Theorie, das Team ist meistens nur so stark wie sein schwächstes Glied. Mhm. Und das lässt sich, glaube ich, auch auf so Kurzgeschichtensammlungen übertragen. Mhm. Wenn du 3 bis 4, 5 Geschichten hast und da nur eine gut ist, da hast du halt die meiste Zeit nicht so viel Spaß. Ja. Hier hast du den Vorteil, in Anführungsstrichen, dass du einen Regisseur hast. Der Joe Spinell. Genau. Der quasi aufbauen. Nein, Ryan Spindle. Stimmt. Joe Spinell spielt den Maniac. Der spielt Frank Zito in Maniac. Ja. Und das Ganze basiert ja auch auf einem Kurzfilm. Babysitter Murders. Genau. Das kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Klingt wie so ein Workprint-Title. Ja? Work-Title. Ach, von Halloween. Richtig. Stimmt, stimmt. Ja. Reiner Zufall natürlich. Natürlich. Komplett zufällig gewählt. Ich glaube, der ist 4 Jahre schon alt oder sogar noch älter. Es hat auf jeden Fall, es hat 5 Jahre gedauert, um aus diesem einen Kurzfilm, den es ja wirklich gibt, dann eine komplette Anthologie-Geschichte zu machen. Genau, ich hatte den vorher nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich wusste aber darum, als ich jetzt The Mortuary gesehen habe, wusste ich, dass es da einen Film gibt, den es schon mal als Kurzfilm gab. Ja, was passiert denn? Können wir ja kurz sagen. Es kommt eine junge Dame in eine Leichenhalle, eine sehr alte, und das ist alles sehr klassisch Horror, sag ich mal. Ja, vor allem wirkt auch schon fast eher wie so ein Schloss. Also das Adams Family House so ein bisschen. Ne? Ja. Sie kommt dahin, weil die Leichenhalle nach Aushilfen sucht. Oder nach Mitarbeitern. Genau, genau. Und sie bewirbt sich. Sie bewirbt sich und der Chef, der Oberleichenbestatter, was auch immer, gespielt von Clancy. Tom Clancy? Genau. Brown.
Ja, genau. Der, den wir unter anderem aus Starship Troopers kennen. Hätte ich auch als erstes genannt. Genau. Aber halt auch in tausend anderen Filmen hat er mitgespielt. Korrekt. Ist auch ein paar Tage älter geworden. Ja, aber immer noch sehr präsent auf der Leinwand. Ja, das ist, ja, genau. Hatte ich auch so erlebt. Genau. Und er führt sie da rum. Und das Problem ist, es fällt sehr schwer, über diese Geschichte zu erzählen, ohne Sachen vorwegzunehmen. Ja, okay. Er erzählt dir erstmal Geschichten. Genau. Also sie will halt Geschichten hören. Ja. Ne? Weil sie. Das ist ein sehr komisches Jobinterview. Weil sie quasi ihn sozusagen auffordert, erzähl mir scary Stories, Ja. damit ich hier irgendwie einen Anreiz finde, hier zu arbeiten. Und die erste Geschichte, er erzählt, glaube ich, auch, ja, beziehungsweise er erzählt drei Geschichten und am Sie Schluss erzählt eine. erzählt sie eine Geschichte, genau. Ja, das heißt, wir haben insgesamt in dieser Anthologie sind es vier Kurzgeschichten, also vier Kurzfilme, vier Kurzhorrorfilme Genau. plus eine Rahmenhandlung, die auch Ja. nochmal den Film einfach umrahmt. Genau, sehr schön. So, die erste Geschichte ist auch die mit Abstand kürzeste. Das ist wirklich Ja. nur so ein kleines Segment. Es steigert sich so ein bisschen, Genau, ne? genau. Auch Auch. qualitativ. Ja, und von der Intensität. Genau. Also die erste, die gibt halt so einen Vorgeschmack. Das ist Ja. so quasi so ein Appetizer, so das Vorspiel mehr oder weniger. Genau. Hat auch so Lovecraft'sche Wie kommst du Anspielungen. denn darauf? Das weiß ich nicht. Wegen des Oktopus. Oh, Tentakeln. das war ein Spoiler. Ist kein Oktopus. Sagt er ja auch noch. Okay. Das war egal. Auf jeden Fall, ne, da be begeben wir uns auf die Reise von einer Dame auf der Toilette. Was hast du denn wieder für Filme geguckt? Denselben hoffentlich wie du. Nee, das liefert uns einen kleinen Eindruck, was sie uns erwartet. Aber die Dame, die sich auf den Job beworben hat, ist halt von dieser Geschichte nicht wirklich fasziniert, weil die nicht besonders wendungsreich war und nicht besonders scary war. Und das ist ja das Schöne, dass es so, es gibt einen Kommentar Genau. darauf, ne? So dieses, ja, das war nur eine kleine Ja. Geschichte, die war nur zum Ja. Reinkommen. Zum Reinkommen. Und jetzt kriegst du noch eine. Jetzt wird es ein bisschen mehr. Ach so, du willst Wendungen. Okay, gut, jetzt gibt es Geschichten mit Wendungen und so weiter. Es wird so aufgebaut, so dass die Geschichte sich so selbst kommentiert. Also dieser Film, diese Anthologie, dass sie sich selbst kommentiert, ist schon ganz nett, weil es das auch sehr unaufgeregt macht. Ja. Schon ein bisschen auf die Nase gebunden, aber trotzdem sympathisch Ja. irgendwie. Ja, und dann haben wir halt ein zweites Segment, weil sie ja unbefriedigt quasi mit der ersten Geschichte war, weil sie ja unbedingt in dieser Mortuary anfangen möchte. Und dann kriegen wir so vom Inhalt, finde ich, schon die stärkste Geschichte geboten. Also von der Aussage her, weil es hier um eine Episode auf einem Campus, auf einem College Campus geht. Hier haben wir einen jungen, angeblich attraktiven, gut Sieht gebauten. aus wie der junge Henry Cavill, so ein bisschen. Ja? Vielleicht, Okay, weiß ich gut. nicht. Bisschen missbildet, aber gut. Der auf jeden Fall, der verteilt gemeinnützig Kondome unter den Studenten, mit dem Ziel, eigentlich auch nur so die nächste hübsche Dame halt flachzulegen, mehr oder Ja, weniger. aber ohne Kondom. Genau, und das wird halt eventuell zu fatalen Konsequenzen führen, Ja. mit einem schönen Twist, wie ich finde. Ja, fandest du es nicht vorhersehbar? Total. Ja. Ich wusste sofort, Klar. so von der ersten Sekunde an quasi. Ja, als man die Dame gesehen hat, Ja. war es eigentlich schon klar. Ja. Trotzdem ist es eine ganz coole Geschichte. Genau, ja. Das Und wie hat mich irgendwie gesagt. nicht geärgert bei diesem. Also ich habe mich nicht geärgert darüber, dass ich muss ganz ehrlich sagen, Von. ja, Es war vieles vorhersehbar. bei allen Geschichten Ja, eigentlich die Pointe genau. vorhersehen, aber Konnte man ihr irgendwie verzeihen, ja, ich der fand es nicht Anthologie? schlimm. Es Ja. gibt ja Filme oder Kurzfilme, da sage ich dann immer so, ah ja, gut. Aber gerade bei sowas ist ja auch der Weg das Ziel. Und wenn Ja. eine Geschichte nur auf den Twist hofft oder es nur darum geht, dann ist das vielleicht auch zu wenig gewollt und dann ist das zu schwach. Aber hier haben wir ja wirklich auch einen coolen Weg mit immer coolen Schauspielern. Das sind häufig die gleichen, Ja, richtig. Ja, ne, die genau. sich in den Ja. so ein bisschen abwechseln in den Rollen. Also Genau. es gibt. Was ich damit sagen möchte, es gibt Schauspieler, die in den verschiedenen Geschichten verschiedene Rollen spielen. Genau. Und ja, aber die ist trotzdem gelungen, die Geschichte. Klar, die Pointe ist irgendwie vorhersehbar, aber macht auch nicht so eine
große Welle. Ja, darum. Ja. Und dann geht es einfach darum, dass man sich unwohl fühlt. Und das Unwohlfühlen, das überträgt diese zweite Episode sehr stark, oder? Ja, auf jeden Fall. So, und dann kommen wir zu einem zweiten Segment, wo es dann quasi auch so... Nee, zu einem zweiten. Das ist das dritte Segment, stimmt. Ja, da haben wir einen Ehemann. Wir sehen die, so die Vorgeschichte mit seiner Frau. Er wird übrigens gespielt von Zach Galifianakis. Nicht wirklich. Nee, ich blende das mal kurz ein. Den Vergleich. Ja, die Ähnlichkeiten, glaube ich, kann man unschwer erkennen. Auf jeden Fall, es wird halt kurz die Geschichte mit seiner Frau halt aufgerollt, Heirat und glückliche Ehe etc. Dann, ich weiß gar nicht mehr, ob man es genau erfährt, aber auf jeden Fall, sie verfällt in einen katharsischen Zustand. Nein, sie wird Verschiss gelebt oder so. Ist eine Art Koma. Genau, ja. Ist auf jeden Fall auch nicht mehr ansprechbar. Es wird zu einer Bürde. Bei ihm flattern nur noch Rechnungen rein und es ist fast schon eher eine Belastung. Zeit, ja. Genau, er kümmert sich um seine Frau liebevoll. Aber irgendwann zerrt das halt so stark an seinen Nerven, an seiner Psyche, dass er sogar schon von seinem Arzt, ist das, glaube ich, empfohlen bekommt, hier so, gibst ein paar Pillen, ist nicht nachvollziehbar, kannst du damit um die Ecke bringen. Was haben sie denn mit der Geschichte gemacht? Ja, ich kann jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, ohne jetzt zu viel zu verraten. Aber so inszenatorisch? Die heißt, bis der Tod uns scheidet, ne? Genau. Und die ist schon cool. Also manchmal habe ich gedacht, die zieht sich ein bisschen, weil es irgendwie, obwohl die natürlich im Vergleich kurz ist, ja, eine Kurzgeschichte, Kurzfilm. Aber das ist geil gespielt und generell, diese ganze Anthologie sieht sehr gut aus. Ja. Ich finde, es ist schön gefilmt, da sind coole Ideen, geil umgesetzt und das ist auch teilweise recht blutig. Mhm. Und wenn es nicht explizit blutig ist, wird es einem immer suggeriert durch den Sound, ne, dass irgendwie gerade irgendwie was irgendwie eklig ist, schmierig ist und so weiter. Finde ich schon, finde ich cool. Also Atmosphäre kommt immer rüber. Und hier können wir auch mit dem Mann mitfühlen. Ja. Weil er die Frau liebt und dann irgendwie sie entscheidet, sie dann loszuwerden, aber dann doch nicht loslassen kann. Mhm. Darum geht's. Und da trifft er so ein paar Entscheidungen, die echt hart sind und die ihn dann auch und das verfolgen. Ja, und das halt auch an bestimmten Momenten, die dann zu Reue führen, hat auf jeden Fall auch einen großen Impact, würde ich sagen. Also fand ich interessant vor allem. Und auch schön umgesetzt, wenn wir an die Fahrschulszene denken. Die Fahrschulszene ist, glaube ich, das Beste an der ganzen Episode da. Ja, der Film hat, glaube ich, insgesamt auch nicht so viel gekostet und dafür sieht der halt schon relativ gut aus. Auf jeden Fall, die Schauspieler sind alle recht cool, der sieht gut aus. Das ist also handwerklich ist das alles super. Hm? Deswegen, also ich bin wirklich insgesamt echt positiv überrascht. Ja, aber wir haben ja noch einen viertes Segment. Das ist der Kurzfilm, den es schon gab. Genau. The Babysitter Murders. The Babysitter Murders. War auch... Ich finde den cool. Ja, ich hatte tatsächlich auch Bock, das, was die ganze Zeit im Fernsehen läuft, weil wir hier quasi sozusagen zwei Geschichten miteinander, so parallele Geschichten, sag ich mal, miteinander verwoben, weil die Figuren ja mehr oder weniger einen Film. Genau, also es gibt ist ein Babysitter, der babysittet. Genau. So, und also die Person, die babysittet. Und sittet Baby. Gleichzeitig läuft im Fernsehen ein Film über Babysitter Murders. Babysitter, genau, der heißt dann Babysitter Murders. Da gibt es dann Babysitter. Die mörden. Nein. Die gemordet werden. Genau, und diese Handlung läuft relativ parallel ab. Genau. Und nicht nur parallel, sondern auch gleich ab. Ja. Und es ist hier, ja, es ist halt schwierig jetzt zu sagen, ohne den Twist vorwegzunehmen. Ich finde, es ist relativ eindeutig schon von Anfang an, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und von Anfang an ist tatsächlich sogar das richtige Wort, weil am Anfang der Anthologie fällt ein Satz, der das Prinzip spoilert. Ja? Ja. Vollkommen. Ist gut. Ich hatte nämlich zum Glück das Glück, dass ich
mir die Wendung quasi im Kopf schon, ich habe mich davon abgewendet. Also ich habe das nicht so haben wollen und fand es cool, dass es dann doch so war. Okay, ja, ich fand es einfach, das war cool gemacht. Ja. Und das hat Spaß gemacht. Also das, was passiert ist, die Choreografie. Mhm. Wir reden gerade so ein bisschen stark drum rum, um das einfach nicht zu spoilern. Ja. Ihr werdet es wahrscheinlich eh nicht sehen können, weil die Kinos geschlossen sind. Bis zur Ausstrahlung, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das hat Spaß gemacht. Das ist ein sehr starkes Segment und kann ich mir vorstellen, dass es als Kurzfilm funktioniert. Ist auch dann natürlich die einzige Episode in dieser Anthologie, die auch eine Titeleinblendung hat. Einfach weil es schon ein Kurzfilm war. Da ich ihn nicht gesehen habe, hat mich das null gestört. Auch wenn die Pointe vorhersehbar war. Ja, ich habe es mir einfach gedacht. Mhm. Und trotzdem, auch hier hat es mich nicht so sehr gestört, weil die Inszenierung bis dahin einfach cool ist. Ja. Die Leute das gut rübergebracht haben und ich einfach Spaß damit haben konnte. Und ich war also im Kino, so in Halloween-Stimmung. Mhm. Und mich so ein bisschen in meine Maske und in meinen Hoodie so eingemümmelt. Und das war einfach schön. Das war schön, so eine ein paar Gruselgeschichten, die also Horrorgeschichten, die wirklich schon auch blutig waren. Ne? Das kann man ja nicht sagen. Das ist ja nicht einfach irgend so ein. Ist jetzt nicht einfach hier Gänsehautgeschichten oder so, sondern cool, ganz ehrlich. Es gibt momentan aktuelle Sachen nicht meines Erachtens, die so konstant gut liefern. Ja. Ist nicht das Beste. Ja, genau. Das ist es. Qualitativ ist das relativ auf einem gleichen Level, was so die Kurzgeschichten angeht. Gut, die erste mal abgesehen, aber das war halt auch, wie gesagt, nur ein kleiner Vorgeschmack. Aber ansonsten ist das von der Breite her aufgestellt qualitativ echt ansehbar. Ja, und der bringt es halt auch vor allem eher Ausschläge nach oben als nach unten. Und das ist das Schöne. Ja. Und der bringt halt auch immer eine gute Prise Humor rein. Hat immer wieder so einen kleinen Hauch von Sozialkritik vielleicht. Selbst alles das Ende, als die Rahmenhandlung dann zusammenführt und dann nochmal so eine eigene Pointe, einen eigenen Schluss hat, das ist alles in Ordnung, das ist alles gut. Ja, es ist stimmig, das würde ich sagen. Genau, ja. Rund. Insgesamt einfach rund. Genau. Das ist das, was vielen anderen Anthologien einfach abgeht. Fehlt. Woran kann das liegen? Hat du das eben schon gesagt? Ja, da zu viele Köche verderben den Brei. Wahrscheinlich ist das wirklich ein Problem. Ja. Bei vielen, nicht bei allen, aber. Genau. Weil das Problem ist, glaube ich, auch grundsätzlich vielleicht nicht unbedingt die vielen Köche, sondern die unterschiedlichen Visionen, an denen gearbeitet wird. Ne? Und wenn du halt 10, 20, ne, wenn du ABCs of Death bist, da hast du 23 Regisseure, die an einem Projekt arbeiten, aber alle eine unterschiedliche Vision haben, sodass sich das Ganze nicht zu einem Ganzen zusammenfügt. Und hier hast du eine Person, die fünf Geschichten quasi erzählt und das halt aus. Deswegen greifen die so gut ineinander. Genau. Und auch visuell hat das, ist das alles so stimmig und rund, wie es auch nur sein kann, wenn es aus einem Guss ist. Genau. Ja. Hat mir gefallen. Ja, schön. Voll schön, auch mit dir darüber sprechen zu können. Immer wieder. Peter, Prost. Ja. Wir sind die Filmfressen. Habt ihr den Film gesehen? Habt ihr die Anthologie gesehen? Was haltet ihr generell von Anthologien? Oder guckt ihr euch das noch an, falls ihr könnt, im Kino? Ach, wer weiß schon. Wollt ihr irgendwas kommentieren? Kommentiert doch einfach irgendwas. Schreibt doch irgendwas hier unten in die Kommentare. Und die Glocke und abonnieren und alles. Wir sind die Filmfressen. Prost.